Wie ihr seht, seht ihr wieder nichts. Mein Mann liegt immer noch flach. Es ist sehr hartnäckig. Aber auch heute haben wir trotzdem etwas gekocht. Bei uns soll es heute einen gefüllten Schnitzelbraten geben. Den habe ich gestern Abend schon eingelegt in einer Joghurtmarinade. Da ist Knoblauch drin, da ist Limettensaft drin, da ist ein Rub drin und Salz, Schnittknoblauch habe ich noch reingetan. Da waren die Stängel schön grün draußen im Garten. Ja, die genauen Zutaten stehen wie immer in der Infobox. Gefüllt werden soll mit Cheddar-Käse und Kochschinken. Bin mir nicht sicher. Ich denke, ich werde mehrere Taschen in den Schnitzelbraten schneiden, damit wir auch schön gut Füllung drin haben und nicht nur in einer Öffnung. Mal schauen. Es sind nun drei Taschen geworden. Seht. Und darin wird jetzt die Füllung versteckt. Die Füllung ist drin. Nun wird das Ganze mit Zahnstochern fixiert. Hier werden wir noch weitermachen. Und dann geht es weiter. Unseren Braten haben wir nun in den Breta gegeben. Drumherum die restliche Marinade verteilt. Und nun wandert er in den Backofen. Ich denke bei 200 Grad, Deckel drauf, ungefähr eine Stunde. Es könnte auch etwas mehr werden, da müssen wir zwischendurch gucken. Die Stunde ist um. Zwischenzeitlich habe ich den Deckel abgenommen und ich denke, eine halbe Stunde muss er auf jeden Fall noch. Nach einer weiteren halben Stunde ist der Braten nun fertig und nun können wir essen.